Herzlich willkommen zu einem Shop-Video. Gestern hatte ich mein neues Stream Deck bekommen und das hatte ich dann eben mal den ganzen Nachmittag eingerichtet. Ich wollte es unbedingt gestern fertig schaffen. Deshalb hatte ich aber auch keine Zeit, ein zweites Video aufzunehmen. Deshalb kam eben mal dann auch gestern keins. Dafür wird natürlich heute wieder ein Video folgen. Wenn ihr dazu Videovorschläge oder Videowünsche habt, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Außerdem würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr generell immer meine Videos bewertet und darunter einen Kommentar schreibt. Wäre auf jeden Fall super nice, dann wird das Video auch mehr im Algorithmus vorgeschlagen. Außerdem werden auch keine weiteren Videos hier mehr verpassen wollt, könnt gerne ein Abo da lassen und ich würde sagen, wir schauen uns auch direkt den Itemshop an und dort haben wir heute den Strandbaumer-Skin wieder zurück. Der ist schon, glaube ich, seit 250 Tagen oder so nicht hier im Shop gewesen. Das heißt, eine sehr, sehr lange Zeit, ist aber auch logisch, weil es immer ein Sommerskin ist und ein Sommerskin im Winter wäre irgendwie ein bisschen unlogisch. Dazu gibt es dann noch die Farbensternchen-Lackierung, ist nicht animiert, also nur eine ganz günstige 300 V-Bucks-Lackierung. Und dann gibt es noch den Farbenflieger-Gleiter dazu. Als nächstes haben wir dann noch den Siegskin mit den agilen Klingen als Spitzhacken dazu. Dann haben wir noch den Fate-Skin hier als nächstes mit der Schicksalsrahmen-Spitzhacke und dem Spaltflüger als Gleiter. Ich finde 1200 V-Bucks für den Gleiter dafür, dass der eigentlich nicht so wirklich nice aussieht, ist schon sehr, sehr teuer. Finde ich, hätte auch definitiv ein blauer Gleiter sein können. Dann haben wir als nächstes noch den Brandungsreiterin-Skin, dann die Goldgräber-Spitzhacke. Als nächstes noch den kleine Schritt-Emote, ist auch ein Synchron-Emote, das heißt, wenn ein anderer dann zu euch geht und mit euch interagiert, kann er das Emote synchron zu euch ausführen. Dann haben wir den Pfadfinder-Skin noch dazu, als nächstes dann den Schalenregen-Emote, ist ja im Prinzip die neue Version vom Geldregen-Emote oder vom Scheineregen-Emote, ich weiß auch nicht genau, wie der heißt, der war by the way auch schon sehr, sehr lange, glaube ich, nicht mehr im Shop, aber ist im Prinzip so die neue Version, die eben halt dann eher so die sommerliche Version ist. Dann haben wir noch den Ruf zur Schlacht-Emote. Und dann als nächstes natürlich noch die ganzen Sonderangebote, also einmal eben halt den Captain America Skin an sich. Dort gibt es eben mal das Besondere, dass man dieses Backpack hat, was man gleichzeitig auch als Spitzhacke benutzen kann. Also sowohl kann man das eben halt als Spitzhacke in der Hand halten, allerdings eben halt genauso auch auf dem Rücken. Ist allerdings ein sehr, sehr großes Backpack, deshalb beim Spielen immer etwas unpraktisch tatsächlich. Dazu gibt es dann noch den effektvollen Salü als Emote, 300 V-Bucks, also im Prinzip ein bisschen teurer als normal Queen Emote, kennen wir ja, aber diese ganzen Emotes, die eigentlich aus der Marvel-Reihe sind, kosten häufig 300 V-Bucks. Dann haben wir als nächstes eben halt noch diese ganzen Skins, die zum Sommer-Event jetzt da sind. Deshalb gibt es zurzeit ja auch täglich immer neue, Limited-Time-Modes. Hier haben wir auf jeden Fall einmal die entspannte Beißerin. Hier kann man auch einmal die Schwanzflosse, die immer schon relativ groß ist, auch abnehmen und dann den Skin eben halt einfach ohne die Schwanzflosse tragen. Dann gibt es natürlich auch noch eine männliche Version davon, nämlich den gemütlichen Beißerin. Hier gibt es von vornherein keine Schwanzflosse dran. Dann gibt es noch den Gleithai, 1500 V-Bucks, also mal wieder ein legendärer Gleiter. Dafür finde ich, sieht er aber trotzdem ganz nice aus und ist auch ein Surfgleiter, das heißt, man steht oben drauf, wenn man den benutzt. Und dann gibt es noch die High Paddle als Spitzhacken dazu, sowie natürlich die Haifisch-Lackierung. Und das war es dann auch schon mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.